So, wir sind wieder zurück. Da nimmt man sogar früh morgens auf und trotzdem klingelt das Telefon. Also Leute finden wohl immer Zeit, einen zu stören. Dann wiederum, ich sag mal so, es kann ja keiner wissen, dass ich gerade am Aufnehmen bin, also... Ja. Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel jetzt gerade noch zu Hause wohnt und dann aufnimmt und dann, kann man ja zum Beispiel ja sagen, ja, ich nehme jetzt auf, bitte nicht reinkommen oder so, bitte nicht stören. Aber bei Telefon, ne, kann man schlecht auf dem, irgendwie auf dem AB dann einsprechen, ja, bitte nicht stören, ich nehme jetzt auf. Weil das auch ziemlich cool wäre. So, geh weg. Wo habe ich schon wieder die 50 Punkte her? Die hätte ich gerade auch noch bevor, ne? So. Weil wahrscheinlich kommt es so ein bisschen nach. Na, kommt halt ganz viel runter. Na gut, dann. Zeit für das Ende von Level 6. Wie viel Zeit jetzt eigentlich weiter, während ich pausiert habe? Nee, ne? Nein, okay. Wäre ein bisschen gemein. So, brauche ich zwar nicht, aber hier mal her damit. Und jetzt gegen... Halt? Nee, ich glaube, es ist erstmal Meta Knight, ne? Oder einfach nochmal Wispy Woods. Oh cool, unter ihm bin ich sicher. Nein, nicht ganz. Er macht mir zumindest nicht viel Schaden. Ich glaube, ich mache ihm mehr Schaden als er mir. Ich sollte trotzdem nicht in seine Drills reinlaufen. So, und weg ist er. Easy. Hat er irgendwas hinterlassen? Moment. Das klang gerade so, als hätte er... Oh, eine Truhe. Mit einer Maxi-Tomate, nice. Was hat er im Ursprung nochmal hinterlassen? Wahrscheinlich ein... einen von den Roboblöcken, ne? Noch ein Speicherpunkt? Okay. Okay. Heißt es jetzt kommt Endboss und Co. Ah, wenn ich jetzt so wieder geheilt werde, aber gut, diesmal bin ich voll, ich brauche nichts. Ich laufe einfach durch. Ja. Aber nein, wird man direkt vom Endboss nochmal geheilt. Das ist doch nett. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich wirklich nochmal alles machen. Hopp. Ja, und weiter. Ich glaube, ich hebe mir wirklich alles für Heilungen auf. Huch, direkt Haltmann? Oh, nice. Okay. Präsident Haltmann 2.0. Sollte vielleicht nicht unter ihm stehen direkt. What? Das ging schnell. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn wir gleich wirklich dann mit der Hellbat nochmal gegen Dingens da... Den Endboss-Camp. Der hat den Anzug an. Wie cool. Dann ist es umso passender, dass wir wirklich dann die Hellbat eingesaugt haben, weil... Vielleicht war das von Anfang an geplant, dass man da... Gut, dass ich mich da gerade runtergestürzt habe. Da war es doch echt sehr passend, dass wir da... Dingens, die Hellbat aufgesaugt haben, weil jetzt können wir es quasi nochmal mit Meta Knight alles machen. Ohne die Halbe wirklich aufzusaugen, sondern einfach ganz normal zu benutzen, ne? Okay.
Dann wollen wir mal. Schießt das er wieder mit Geld? Da wurde ja gesagt, ja, er schießt mit Geld, dann muss er YouTube-Partner sein, ne? Na, komm her. Macht immerhin ab und zu mal so ein bisschen Schaden. Und ab in die nächste Phase. Er geht auf jeden Fall recht fix, muss ich sagen. No, lauf doch nicht weg. Ach ja, Moment, das war das. Ich bleib doch mal hier, ne? Ich bleib da mal weiter hier, ne? Oh, das bewegt sich jetzt, während er die Laser macht. Das ist neu. So, da hinten kommst du raus. Oder auch nicht. Oh, das ist auch interessant. Das bewegt sich jetzt auch, während er die Sachen macht. So, dann kurz. Ih, jetzt zieht er auf mich. Aber bisher nicht wirklich schwer. Das wollte ich nicht machen. Das wollte ich machen. Und bevor ich ihn besiege, wollte ich mich eigentlich gerade noch heilen. Dann habe ich einen Schlag zu viel gemacht. Darf ich mich eben noch fix heilen? Nicht? Okay. Level 6 zu Ende? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Nein, natürlich nicht. Ladevorgang. Du bist sicher der neue Administrator. Ja, du verfügst über unglaubliche Kräfte. Okay, als neuer Administrator musst du vor Nutzung des Systems deine Berechtigung zum Gebrauch der Bewaffnung bestätigen. Datei Swordmaster.exe wird ausgeführt. Okay. Muss jetzt gegen mich selbst kämpfen? Huch! Ist das Nightmare? Dark Matter, okay. Ich hab nichts gesagt. Das ist der Dark Matter aus Kirby's Nightmare in Dreamland, ne? Oder? Das ist ja cool. Au. Ah, die muss ich auf ihn zurückschleudern. So, Phase 1. Huch. Plötzlich hat er ein Auge. Sind wir jetzt bei Zero Two oder was? Ich frage mich ganz, warum macht er überhaupt diese ganzen Sterne, wenn man ihn eh nur als Meta Knight bekämpfen kann und somit auch nichts absorbieren kann an Sternen? Damit Farbe geschossen? Nee. Geh weg. Habe ich? Doch, ich habe aufs Maul bekommen. So, und weg mit dir. Irgendwie stehe ich da sicher. Und weg. Habe ich nur meine Berechtigung bewiesen? Ich denke schon. Aber cool, dass sie sogar einen neuen Endboss da nochmal eingebaut haben. Oder kommt da jetzt noch mehr? Beeindruckend. Das war offensichtlich etwas zu leicht für dich. Im nächsten Kampf bittet dich ein elegantes Schwert zum Tanz. Erwecken wir die mächtigste Königin aus dem leeren Raum. Erfreue dich an ihrer königlichen Gegenwart und ihrer Kampfkunst. Sie wird eine harte Prüfung für dich werden. Sektonia? Denke ich mir jetzt da mal.
Ja. Das ist Sektonia. Oh, sogar mit der geilen Musik. Oh. Nice. Oh, ich liebe dieses Battle-Theme auch von ihr. Ich liebe diesen Modus jetzt schon. Wer dieser Gegner ist, lasse ich jetzt mal offen stehen. Wobei, ich habe ja schon hier gesagt, wo Dark Matter herkommt, dann ist es jetzt eigentlich auch egal. Das ist... Oh, Spoiler. Wait, was kann man schon bei Kirby groß spoilern, ne? Der Endboss aus Triple Deluxe. Oder in ihrer Form auf jeden Fall zumindest mal. Und die Musik ist so gut. Ich liebe die. Was machst du da? Okay. Oh. Okay, das kann sogar ein bisschen zielen, wo die hinfliegen. Wow, bin ich mich verarscht. Ah, ne, du bist wieder im Hintergrund. Nope. Nope. Oh, why? Wo kann ich sie treffen? Wenn ich mal treffen würde. Ja gut, ich heile mich ja schon im Spiel. Wow. Close one. Okay, das ist ein neuer Attack. Ich dachte jetzt wieder, sie macht wieder diesen Stuff auf dem Boden. Aber gut, damit hätten wir auch Sektonia besiegt. Wenn du jetzt noch Marx rausholst, dann wäre ich dir sogar auch... Haben wir da sogar für einen kurzen Moment... oh, wie hieß der kleine? Taratula? Tarantula? Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt noch Marx rausholst, wäre ich dir auch sehr... sehr froh drum. Tatsächlich, du bist stark, doch nun folgt die finale Prüfung. Sie wurde vom vorherigen Admin gesperrt, ist jedoch erforderlich. Initialisiere Start des Raumzeittransportmoduls und jetzt bereite ich auf einen legendären Kämpfer aus der Vergangenheit vor. Er könnte leicht ein oder zwei Planeten in der Nähe zerstören, aber bei einem finalen Kampf bleiben Kollateralschaden nicht aus. Mach dich bereit. Oder ich kämpfe jetzt gegen mich selbst. Raumzeittransport läuft, extradimensionales Tor geöffnet. 3, 2... Eins, los! Das ist der aus Kirby Superstar Ultra. Ultran. Ultra Knight? Oh, er hat ihn kaputt gemacht. Ultra Knight, ja. Das ist nämlich, es gab in Superstar Ultra... Das ist nämlich das Remake von Kirby Superstar für den DS. Gab es noch ein paar extra Modi. Unter anderem gab es da ein Spiel, wo man im Endeffekt, glaube ich, auch noch als Meta Knight spielen musste. Und da war der Endboss dann Ultra Knight. Was dann irgendwie so eine andere Form von Meta Knight ist einfach. Sein ewiger Rivale, ich habe keine Ahnung. Okay, er boostet sich. Auf geht's in Runde 2. Schaffst du eigentlich gerade mal noch zu blocken? Weiß nicht. Wow. Okay. Die Attacke sieht krass aus. Das ist cool, dass man den quasi jetzt hier als Endboss noch reingemacht hat. Dass er dann quasi echt so ein Duell der Schwertkämpfer im Endeffekt ist. So, die kommen jetzt alle von der Seite. Nee, kommen alle... Ich habe eher gesagt, sie kommen so in der Reihe nach einfach runter, aber... Die regneten einfach auf mich herab. So.
Na? Hat er noch eine Form? Ich heile mir währenddessen mal. Eine Heilung hätte ich noch. Au. Huch. Die Attacke wollte ich gar nicht machen. Aber... Na komm. Das war's für ihn. Bevor er mir hier noch irgendein dimensionales Loch aufreißt. Kommt da jetzt noch eine Form? Oder habe ich ihn quasi jetzt damit versiegelt und weggesperrt? Ja, ich glaube, ich habe ihn gerade wieder in seine eigene Dimension zurückgeschickt. Top. 1:40 für alles. Ja, und Mitternight. Hatten wir den schon? Boah, 31 Minuten. Ich glaube echt, ich teile das in zwei Parts auf. Also da, wo ich beim den Schnitt gesetzt habe. Huch. Und plötzlich haben wir zweite Credits. So, jetzt probiere ich mal was aus. Ja, ich kann mich wirklich bewegen und zuschlagen. Ja, ich denke mal, ich mache es wirklich einfach, dass ich dann da, wo ich den Schnitt gesetzt habe, ist dann einfach ein Part zu Ende. Ich werde wahrscheinlich auch eine Anmerkung gemacht haben. Und ja. Sieht sehr schön aus, diese ganzen Bilder. Die gab es auch in... Nein, ich habe jetzt verpasst. Die gab es auch damals in Kirby's Fun Pact. So was in der Art. Programming? Hm? Ich mache eine Anmerkung rein. Part wird beendet. Das hier ist jetzt eigentlich Part 30. Also, hallo zusammen bei Part 30. Ja. Weil das ging doch etwas länger, als ich erwartet hätte, weil alles hat eigentlich ziemlich gut in einen Part gepasst. Nur das letzte, das musste ich jetzt in zwei Parts splitten. Einfach alles kaputt hauen hier. Aber dieser Modus war ziemlich cool, muss ich sagen. Es hat auch Spaß gemacht, mit Meta Knight so ein bisschen hier zu kämpfen. Und die ganzen Attacken von ihm. Und die Bosse am Ende waren auch ziemlich cool. Gegen Dark Matter, Sektonia und dann Ultra Knight. Also auf jeden Fall das Spiel, das ist doch berechtigterweise bei mir auf Platz 2. Wie gesagt, Kirby's Fun Pack kann bei mir leider nichts toppen. Außer es kommt irgendwann mal ein Spiel, was wieder so unglaublich gut drauf ist wie Fun Pack, aber ich denke nicht. Von daher bleibt das auf Platz 1 einfach. Aber das Spiel ist super. Wenn ihr es nicht schon gekauft habt, kauft euch es ruhig, wenn ihr auf solche Off-Kirby-Spiele steht. Ihr werdet nicht enttäuscht. Die Sache ist jetzt, haben wir unsere 100%? Muss halt warten, bis die Credits durch sind. Ich glaube ja eigentlich noch nicht, weil ich nicht wüsste, wo wir die restlichen Videos her haben noch. Und ein Modus fehlt da unten. Also irgendwo fehlt noch ein kleines bisschen was und das müsste ich dann wahrscheinlich bis zum nächsten Part dann mal rausfinden. Wo wir die letzten paar Prozente noch bekommen. Weil das meiste... So ziemlich alles haben wir jetzt eigentlich schon gemacht, ne? Außer es... Nein, ich habe Liam Higgins vergessen. Außer es öffnet sich jetzt nochmal irgendwie was Neues. Der Super Hard Mode spielt das Spiel nochmal mit Kirby. No Hit Run. Speed Run. Du hast nur 2 Sekunden Zeit pro Level durch. Diesen versteckten Raum habe ich auch wieder nicht gefunden. Mit Hell. Und da haben wir noch die Gegner. Haben wir Dark Matter. Ich glaube, Dark Matter war sogar aus Kirby's Dream Land 2, wenn ich mich nicht irre. Nicht aus Nightmare Dream Land. In Kirby's Dream Land 2 war das, wo man die Regenbogenscherben da suchen müsste für den Regenbogenstab. Oder Regenbogenzepter. Oder Sternzepter, genau so hieß das. Und dann konnte man damit, nachdem man am Ende Dedede besiegt, noch gegen Dingens campen. Gegen Dark Matter. Executive Producer, dich schneide ich nicht durch. 581 Punkte. Joa. Nice.
Und seine ganze Gruppe. Sehr schön. So, dann gehen wir hier erstmal raus und jetzt möchte ich schauen. Wie viel Prozent? 98. Die Jukebox haben wir jetzt noch freigeschaltet. Und die neue Arena. Wir kriegen doch noch eine Arena. Uns fehlen aber immer noch alle Videos, ne? Schnell nochmal schnell durch. Ah, hier sind noch ein paar Videos. Okay, zwei Videos fehlen nur noch. Und ich denke mal, die kriegen wir in der neuen Arena. Ich würde aber sagen, was die neue Arena ist, sehen wir dann erst im nächsten Part. Das war's von diesem Part. Ich denke mal, der nächste könnte dann vielleicht sogar der letzte sein, je nachdem, wie lange die Arena geht. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.